Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Vorspiel auf dem Bildschirm eröffnet das zweite deutsche Fernsehen sein Abendprogramm. Deutschland im Jahr 2063. Das zweite deutsche Fernsehen feiert seinen 100. Geburtstag. Und wetten, dass auch hier endlich die Zukunft Einzug gehalten hat. Denn nach nur einem Jahrhundert und knapp 30.000 Folgen von Bares für Rares wird auf dem Lerchenberg zum ersten Mal eine Frau als Intendantin die Geschicke lenken. Glückwunschkarten ausgedruckt auf Papier. Das gibt es nur noch beim ZDF. Kamen bestimmt per Einschreiben oder wie das hieß. Liebe Intendantin, alles Gute zum neuen Job. Ich hoffe, Sie lassen den Lerchenberg jetzt nicht umbenennen in Lerchenenberg. Männer, so lustig. Was kann ich dafür, dass hier vor mir keine Frau einen wichtigen Posten übernehmen wollte? Verzeihung, nicht wichtig. Mein Posten ist sehr wichtig. Ohne mich würden die Verträge hier reihenweise im Altpapier landen, weil mein Chef wieder ein paar Schluck zu viel. Egal. Wer sind Sie jetzt? Die Sekretärin des Intendanten. Und Sie? Ich bin die Intendantin. Ja, klar. Und ich bin die Bundeskanzlerin. Was ist denn jetzt hier so lustig? Sie sagt, sie ist der Intendant. Lassen Sie mich raten, Sie sind? Die Sekretärin des Intendanten. Heute Show History. Oh Mann, 60 Jahre Frauen im ZDF. Die Zeiten sind halt vorbei, in denen Frauen im ZDF nur Anträge fotokopieren dürfen. Was heißt hier nur? Und alles ist das auch nicht. Ich meine, die Ansagerinnen? Da ist ein ganzer Job komplett in Frauenhand. Seitenweise lernen die Texte auswendig. Und was für welche? Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zum heutigen Programm. Wir wünschen Ihnen für die nun folgende Sendung viel Vergnügen. Gegen 23 Uhr ist das Programm des zweiten deutschen Fernsehens beendet. Diese Damen sind das Gesicht unseres Senders. Hübsch, niveauvoll, anständig. Erleben Sie ein Hoch auf die Monarchie, die Herren der Herzen und Wien horizontal. Und dann schauen Sie doch einmal, was Sie mit Ihrer Couch daheim so alles anstellen können. Wo kommt das denn jetzt her? Was meint die, was ich mit meiner Couch anstellen soll? Egal. Ich meine, die 60er waren doch viel mehr. Studentenproteste, Woodstock, die Pille. Entschuldigung, ich muss jetzt hier mal reingrätschen. Also, bis beim ZDF irgendwas von Summer of Love und sexueller Befreiung ankommt. Das dauert. Aber keine Sorge, in den 70ern lockert sich der Vibe hier endlich und wir haben jetzt Sendungen wie Wünsch dir was. Ja, hier, eine 17-Jährige präsentiert ihrer Mutter ein Outfit. Dann mal weiter. Die erste Transparenzoffensive des ZDF. Was hat die denn an? Das ist unanständig. Meine Güte, hast du noch nie Brüste gesehen? Hier, ich zeig dir noch mal welche. Sag mal, das hältst du jetzt hier wirklich für die große Befreiung? Haha, lass uns mal dem Teenager-Mädchen mal eine durchsichtige Bluse anziehen. Das ist ein Brüller. Meine Güte, das sind nämlich diese innovativen Showmomente. Auf die kommen einfach nur Männer. Ja, okay. Ja, könnte sein, dass da jetzt ein männlicher Praktikant den BH versteckt hat. Dieser Thomas wahrscheinlich. Moment mal, Thomas Gottschalk? Ja? Du musst es Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommst, gell? Ganz genau. Ja. Oh. Und das ist auch Strickstrumpf. Wir haben uns geküsst, wir haben uns geliebt. Cheers. War schon etwas verspannter. Oh Gott, das ist auch furchtbar, wenn man ohne Brille keinen BH mehr aufkriegt. Ich traue mich gar nicht, dir die Blumen zu geben, weil... Das macht er immer noch. Yep. Hätte Carmen Nebel mehr gegrabbelt, wäre sie vielleicht noch da. Na gut, das ist euer Zukunftsproblem. Jedenfalls, man muss ja froh sein, wenn Frauen hier in den 70ern in ZDF-Shows überhaupt Aufmerksamkeit kriegen. Ja? Also wenn du nicht die halbnackte Deko sein willst, dann bist du, naja, die Assistentin, das schmückende Beiwerk, so eine Beate halt. Also Beate ist ein ganz apartes Wesen.
das nichts ungerner tut, als sich in der Öffentlichkeit irgendwie in den Vordergrund zu drängen. Das ist Beate, die hält den Blumenstrauß. Ich will mich gar nicht über Männer aufregen, ich will über die Wahnsinnsfrauen hier sprechen. Die erste Sportstudio-Moderatorin, Carmen Thomas. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause und hier im Studio. Dass die in diese Männerdomäne eindringt, das war blitzschnell eine Riesennachricht. Ja? Ganz besonders schnell war die Bild-Zeitung. Wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen. In der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Dem hat sie es gegeben, zum Glück. Was die Frau sich für einen Mist anhören muss. Ah ja, Frauen und Sport. Du willst nicht wissen, was los war, als im ZDF 2018 Claudia Neumann als erste Frau bei der Männerfußball-WM kommentiert hat. Und 5 Jahre später immer noch, als sie als erste Frau das Champions-League-Finale kommentiert hat. Wieso, was war denn da? Warte mal, hast du gerade gesagt, die erste WM-Kommentatorin kommt 2018? Naja, zumindest waren wir schneller als die ARD. Wir hatten doch so viel erreicht. Wir waren Pionierinnen im ZDF, nicht nur im Sportbereich. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben, es gab auch bisher im Ernst keinen Anlass dazu, so viel fotografiert, ausgefragt, interviewt worden wie in den letzten 3 Wochen. Ich muss sagen, dass ich es eigentlich ein bisschen merkwürdig finde, weil für mich ist die Tatsache, dass eine Frau Nachrichten vorträgt und das einigermaßen glaubwürdig macht, im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Und Wiebke Bruns war ja erst der Anfang. Hier, Ingeborg Wurster. Guten Abend und willkommen zum Heute-Journal. Die erste Frau, die das Heute-Journal moderiert. Wuhu! Rate mal, wann dort die nächste Frau als Hauptmoderatorin ran durfte. 2001, Marietta Slomka. Guten Abend, herzlich willkommen zum Heute-Journal. Ja, sorry, jetzt wollt ihr den Frauen jetzt das übel nehmen, dass die zwischendurch auch mal ein bisschen Spaß haben wollen. Ich habe gar kein Problem damit, den Jungs ihren Schwanzvergleich zu überlassen. Weniger Arbeit, mehr Sex, Sekt, Sekt. Ist gerade nachrichtenmäßig eh nichts los. Moment, die 80er? Aufrüstung? Tschernobyl? Die Grünen bringen diesen ominösen Feminismus in den Bundestag? Ja, okay, das. Aber sowas verunsichert die Männer doch auch. Die sind halt sensibel, ja? Die sehnen sich nach... So, und das ZDF, das schenkt eben Frieden und Freude. Bisschen heile Welt. Orte, an denen die Dinge noch ihre Ordnung haben. Und die Geschlechter ihren Platz. Die Schwarzwaldklinik zum Beispiel. Ja, aber es gehört sich doch nicht, dass eine Frau die Initiative ergreift. Aus Liebe ist alles erlaubt. So, jetzt guckt mal. Schwester Christa, die wusste, wie man es macht als Frau. Sie schönen, reichen Chefarzt angeln. Also da gibt's auch Ärztinnen, aber also, wenn ihr mich fragt, das sind alles angespannte, überarbeitete olle Zippen. Dann lieber Beatrice vom Traumschiff. Die ist so erfrischend. Oh. Sonst noch jemand eine kleine Erfrischung? Schön entspannt auf dem Schiff um die Welt schippern. Und ich meine, Frauen haben auf dem Traumschiff ja alle Möglichkeiten. Frauen finden in unserer Gesellschaft allmählich den Platz, der ihnen zusteht. Eines Tages wird auch ein Schiff für die Deutschland von einer jungen, schönen Kapitänin geführt werden. Jung, schön, nicht? Eventuell sogar kompetent. Aber das ist egal. Hauptsache nicht alt und hässlich. Aber für Sie, Frau Intendantin, ist das ja wahrscheinlich schon ein alter Hut. Wie viele Kapitäninnen hatte das Traumschiff denn bis heute? Das Traumschiff fährt zwar seit Jahrzehnten mit Biomethan, aber Kapitän ist immer noch Florian Silbereisen. Hat gesagt, er hört erst auf, wenn der Welke die Heute-Show abgibt. Herrje, seid doch froh, dass es im ZDF überhaupt so legendäre Frauenrollen gibt, wirklich. Und ich habe noch nicht mal mit den ganzen Müttern angefangen. Gott, was wir hier im ZDF an Müttern haben. So, Vera Drombusch in diese Drombuschs, Hannelore Wiechert von nebenan und Angie Schumann in Ich heirate eine Familie. Übrigens, Frau Feministin,
Die betreibt sogar ihre eigene Boutique. Als alleinerziehende Mutter. Ah, und dann hat der Werner die geheiratet, obwohl die Kinder hat. Das ist ein Wahnsinnstyp. Ja, hallo, hast du dir die Serie mal zu Ende angeguckt? Angie hat ihren Job aufgegeben, weil es ihren Mann in eine komplette Sinnkrise gestürzt hat, dass er nicht Alleinverdiener ist. Angie hat sich so verändert, seit sie diesen Job hat. Ich bin doch wirklich nicht altmodisch. Von mir aus können Frauen arbeiten. Auch wenn sie Erfolg haben? Auch wenn sie Erfolg haben. Aber sie muss doch nicht unbedingt mehr verdienen als du. Wir brauchen das Geld gar nicht. Alleinverdiener, ey. Das kann sich auch heute überhaupt keiner mehr leisten. Bei solchen Storys, da könnte ich wirklich verzweifeln. Aber oh, das hätte Vera Drombusch natürlich nicht gewollt. Die ist nie verzweifelt. Die hatte immer genug Durchhalteparolen für die ganze Nation. Wunder gibt es nicht. Es sei denn, wir schaffen sie selbst. Man zeigt keine Stärke, man hat sie. Mutter, komm. Das schaffen wir auch noch. Eine Sache haben wir immerhin geschafft. Seit 1988 endlich eine Sendung von Frauen für Frauen. Abgesegnet von Männern. Das ZDF-Frauenmagazin. Mona Lisa, Mona Lisa. Und jetzt alle! Mona Lisa, Mona Lisa. Du weißt schon, dass das die Flippers sind. Und nicht ML Mona Lisa, das ZDF-Gesellschaftsmagazin mit feministischem Profil. Kann sein. Ja. Ich guck das ehrlich gesagt nicht. Die haben immer so relevante Themen. Abtreibung, so Gewalt in der Partnerschaft. Oder so Pärchen, die so frickiges Zeug praktizieren. Der Vater betreut die Hausaufgaben und macht viel im Haushalt. Wäscht und putzt für die Familie, während seine Frau den Behördenwust erledigt. Dafür muss sich Roswitha Schwendke vor den Verwandten verteidigen. Die Tüdelchen da oben, da. Und dann hieß es dann, ja, hinterher dann, was hast du für einen Waschlappen? Weil er zu Hause geholfen hat, ne? Hausarbeit. Der Mann wäscht und putzt? Ja, wie gesagt, das ist ein Waschlappen. Also ich guck lieber Fernsehgarten. Da ist wenigstens Stimmung in der Bude. Nein, bitte nicht! Ich habe jetzt einen traumhaften Ausflug vor auf einen tollen Käsemarkt. Oben, unten, Schulter, Schulter, vorne, vorne, Schulter, Schulter, winken, winken. Oben, unten, Schulter, Schulter, vorne, vorne, Schulter, Schulter, winken, winken. Schulter, Schulter, winke, winke. Also das gefällt mir so. Und immer noch in Frauenhand der Fernsehgarten. Was habt ihr denn? Ich verstehe das nicht. Ah, okay. Wahrscheinlich haben die Kerle einfach keinen Bock, sonntags früh aufzustehen. Aber egal, ist eine Mega-Sendung. Mag ich fast so gerne wie die ganzen Krimis. Polizistin, das ist auch bei Frauen gerade ein Trendjob. Da brauchst du in erster Linie zwei Qualifikationen. Sehr betroffen gucken und einen Namen mit Alliteration. Bella Block, Rosa Rot, Gundula Gause. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Nee, die ist seriös. Aber Hauptsache feurige Frau. Feurig? Die Frauen hätten hier im ZDF viel mehr anzünden müssen, um was zu erreichen. Was denn anzünden? Ihre BHs? Das ist vielleicht zu deiner Zeit noch cool. Spätestens bei Blond am Freitag ist das nur noch eine Steilvorlage für Tettenwitze. Ich meine, Barbara, wenn du deinen BH verbrennen würdest, dann müsste die Feuerwehr ja 4 Tage löschen. Ne? Also wisst ihr was? Wenn ich das alles höre, kriege ich auch Lust. Meinen Büstenhalter macht einfach mal halblang. Wir haben ja einiges geschafft. Wir haben beim ZDF 2023 ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, eine 50-50 besetzte Geschäftsleitung und hier, naja, Maybrit Illner bringt jeden männlichen Talkshow-Pavianhaufen locker zum Schweigen, also meistens. Jetzt erzählen wir uns nicht noch mal, was wir in dieser Sendung schon erzählt haben. Hier leben. Jetzt meldet sich die Moderatorin. Illner, die wurde längst von einer KI ersetzt. Aber wie sagte eine langjährige ZDF-Philosophin? Lebe geht weiter. Eben, Lebe geht weiter. Brauchen wir noch lange? Meine Tochter hat eine Aufführung mit der Theater AG und sie spielt die Chefin der Zombie-Piratinnen. Das Stück hat sie selbst geschrieben. Na klar, sie hat neben der Führungsposition auch noch Kinder. Bestimmt bügelt der Mann auch ihre Blusen. Was kommt denn jetzt als nächstes? Meinzelmädchen. Ja,
schön wär's, hätten die bloß nicht Mona Lisa abgesetzt. Was? Mona Lisa, Mona Lisa. Okay, ich muss jetzt. Echt? Guten Abend. Na, so langsam wird's doch. War ja auch ein langer Weg. Oh, Mist. Die Theateraufführung.